Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und das Vermächtnis von Asland. Im letzten Part haben wir also unsere Weltreise begonnen und wir durften uns zwischen einem von fünf Orten entscheiden, zu dem wir jetzt hinfliegen wollen, was ich total genial finde. Und ich habe mich für den Dschungel entschieden und ich hätte auch niemals erwartet, dass ich hier sowas in einem Layton-Spiel mal sehen dürfte, aber es sieht hier echt verdammt cool aus. Wir sollen auf jeden Fall Informationen über das Ei sammeln, das hier irgendwo ist, und deswegen sollen wir mit der Frau da reden, aber ich will mich vorher natürlich umgucken hier bei den ganzen wunderschönen Pflanzen, die hier überall sind. Da gibt es nämlich bestimmt tausende Hinweismünzen, die da versteckt sind. Und auch noch anderer Stuff, wie zum Beispiel violette Pilze, die wir hier gefunden haben. Auch nicht schlecht. Und hier ist was. Oder? Wo denn? Hier. Ah, der Balken da. Und da ist eine Hinweismünze dahinter versteckt. Sehr schön. Ich kann ihn auch nochmal bewegen. Okay, aber passiert wieder mal nichts beim zweiten Mal und auch beim dritten und vierten Mal, denke ich einfach mal. Das wäre ein bisschen fies, wenn man irgendwie sowas mal 10-mal hintereinander machen müsste und dann würde man irgendwas total Tolles bekommen oder so. Aber ich hoffe mal nicht. Oh, Häuser, die durch Brücken verbunden sind. Ein tolles Motiv. Über diese Hängebrücken kommt man sicher schnell zu anderen Häusern. Besonders stabil sehen diese Brücken aber nicht aus. Ja, ich würde mich das, glaube ich, auch nicht wirklich trauen, auf denen da einfach so entlang zu laufen, weil die sehen echt nicht so mega stabil aus. Naja. Ich kann auch den Kochtopf, oder? Mir einzeln an. Oder zählt der Kochtopf einzeln? Ja, zählt er. Dieser Topf ist mir mit sehr appetitlichen riechenden Zutaten gefüllt. Hauptsächlich scheint der Eintopf aus Pilzen zu bestehen. Woraus sonst? Ui, riechen Sie das? Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. So, und hier? Auf der Bergspitze ist noch eine Hinweismünze. Und hier? Oh, ist das auch nur ein Pilz? Nein, nur eine Art Schmuck. Diese Stange scheint die Fläche des Dorfes zu begrenzen. Sehr elegant. Das sieht fast aus wie ein schöner tropischer Schmetterling. Ja, das stimmt, der davor. Richtig. Ist mir gar nicht aufgefallen erst. Aber hier ist doch bestimmt noch mehr, oder? Eine Hinweismünze vielleicht noch? Ah, nee, ah, ein Rätsel sogar. Siehst du mal. Was für ein wundervolles Exemplar. Ich kann mich nicht erinnern, diese Spezies jemals gesehen zu haben. Oh, wirklich? Ich mache schnell ein paar Fotos. Oh, wo wir bei Blumen sind, fällt mir doch glatt ein Rätsel ein. Das sieht mir nach einem guten für sie aus, Emmy. Einfach mal so zwischendrin. Eigentlich wollen sie das Mysterium der Aslanti. Ach du Kacke. Mysterium der Aslanti rützen, aber einfach mal so Rätsel zwischendrin können nie schaden. Blumiger Vorgarten 2 für 60 Pikarat. Das bisher mit Abstand schwierigste Rätsel. Also wir hatten auch schon einen 50er, aber das war ziemlich einfach eigentlich. Ich bin mal gespannt auf das hier. Ach, das ist wieder das. Ach, das war ja. Das letzte war total einfach von denen. Also mal schauen. Eine Familie erwartet Zuwachs und möchte zu diesem schönen Anlass den Garten mit Blumen bepflanzen. Natürlich dürfen diese Blumen nicht willkürlich gepflanzt werden, sondern immer abwechselnd. Das wissen wir schon. Fülle den Garten entsprechend dieser Regel mit Blumen, indem du Kacheln richtig anordnest. Blumenkacheln können gedreht werden, bla 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 bla. Ja, das kennen wir schon alles. Das sind genau dieselben Regeln wie beim ersten blumigen Vorgarten, aber halt wahrscheinlich etwas komplizierter. So. Ich würde ganz gerne rechts oben anfangen, weil da das Haus einigermaßen in der Nähe ist und das Haus halt immer im Weg ist, so ein bisschen. Ja, das ist halt wieder eine große Rumprobiererei hier. Also das Ding da irgendwie oben hinzupacken ist schon mal schwierig. Also, ja, ich muss halt hier so ein bisschen rumexperimentieren. Ich hatte beim blumigen Vorgarten 1 einfach nur extrem viel Glück, was ich diesmal wahrscheinlich nicht wieder haben werde. Wir schauen mal. Das hier würde hier auf jeden Fall hinpassen. Mit diesem Schachbrettmuster, auf das ich ja achten muss, dass es immer schön abwechselnd alles ist. Ach, lass dich halt drehen jetzt. Der da würde ich aber nicht hinpassen. Da muss ich da einen anderen hinpacken, wenn ich das jetzt so weitermachen will. Der hier passt da sowieso nicht hin. Der hier würde aber hinpassen. Ja, schon mal alles nicht schlecht. Ja, mache ich einfach mal irgendwie weiter noch. Der da geht da aber nicht hin. Geht der da rein? Der würde da reinpassen, ja. Und der hier aber... Ja doch, der hier würde auf jeden Fall reinpassen, weil den kann ich ja jederzeit irgendwie drehen. Aber ich mache mal den hier rein, weil der ein bisschen sperriger noch ist. Dann da... Ja, jetzt habe ich auch ein Problem, weil da rechts kriege ich jetzt keinen mehr rein. Was, wenn ich den dann stattdessen... Ja, das kann ich alles nicht. Ich muss, wenn ich den da reinpacken will, muss ich das so machen. Dann habe ich aber da rechts ein Problem. Ich kann natürlich hier den da reinpacken. Das würde gehen. Wenn ich jetzt den Block hinpacke, das geht auch. Aber jetzt komme ich nicht mehr weiter, weil jetzt kann ich nämlich den Rest nicht mehr ausfüllen mit diesen beiden Dingern. Also irgendwo habe ich einen Fehler gemacht bisher. Kann also nicht stimmen. Wenn ich den wieder wegnehme, kann ich denn da rechts irgendein anderes Ding reintun, ohne mir was zu verbauen? Ich glaube nicht. Und selbiges gilt auch dafür. Das ist halt ein bisschen doof. Wenn dieses Ding hier spiegelverkehrt wäre, dann würde ich das da wunderbar reinpassen können, aber so klappt es leider nicht. Deswegen muss ich mir da was anderes einfallen lassen. Ich mache halt das Ding hier auch wieder weg. Aber ich glaube, dass der Anfang schon falsch ist. Ich kann natürlich auch dieses Ding da reinpacken. Das geht auch noch. Ich mache jetzt mal damit noch weiter. Die Frage ist, wo packe ich denn dich hin? Weil du bist echt sehr, sehr sperrig und im Weg. Irgendwie finde ich für den
Das ist nämlich überhaupt gar kein Platz, weil jetzt passt er nämlich, also wenn ich ihn waagerecht hinpacken will, den da passt er nirgendwo hin, so ziemlich. Und wenn ich ihn senkrecht hinpacken will, passt der auch nirgendwo hin. Also das kann schon jetzt alles nicht stimmen. Gerade weil der hier so mega sperrig ist. Kann ich denn den da, den kann ich aber hier nicht reinpflanzen, ne? Das geht nicht. Nee, dann fällt mir gerade auf, dann muss eigentlich fast der Anfang schon falsch sein. Es sei denn, ich packe den noch irgendwie hier so waagrecht rein. Das würde natürlich auch noch gehen. Wenn ich jetzt doch mal den da rein tue, in die Lücke. Wo passt jetzt der noch hin? Der würde jetzt zum Beispiel noch... Ja, schwierig. Schwierig. Das ist echt doof, dass der so sperrig ist. So würde der noch irgendwie hinpassen. Jetzt kriege ich aber den Rest auf gar keinen Fall mehr hin. So würde er aber hinpassen. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, da habe ich jetzt nämlich den Block. Und rechts... Klappt es? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, nee, sieht eher schlecht aus. Weil den kriege ich nämlich nirgendwo rein. Nee, das stimmt auch nicht. Ja, das ist das Problem bei solchen Tetris-Rätseln, dass man da einfach ein bisschen mehr Glück als Verstand braucht. Da muss man halt ein bisschen rumprobieren und die halt irgendwie einfügen und schauen, dass es dann so irgendwie passt. Also es kann natürlich sein, dass schon der Anfang falsch ist und das da schon überhaupt gar nicht stimmt, was ich am Anfang da gebaut habe und ich hier alles nochmal neu machen muss, ne? Das ist halt das Problem, dass ich darüber nicht Bescheid weiß. Weil ich bin halt davon ausgegangen, dass der da rechts oben ist, einfach mal so, aber es muss ja nicht sein, ne? Es kann ja auch der da rechts oben sein, zum Beispiel, keine Ahnung. Ich werde es noch einmal probieren und wenn ich nicht auf die Lösung komme, werde ich einen Tipp nehmen, weil mir das ein bisschen zu doof ist, hier ewig lang... rumzuprobieren. Weil wie gesagt, das ist einfach nur rumprobieren hier. Weil wirklich nach einer guten Logik davor zu gehen, das geht eigentlich fast gar nicht. Da muss man einfach viel herumexperimentieren. Aber ich will jetzt zumindest mal den Anfang mir gut überlegen. Wenn ich den dahin packe, das ist schon mal schlecht. Aber irgendwie, der da rechts oben gefällt mir nicht. Ne, der kommt mal wieder weg da. Mach mal... Wenn ich den da so hinpacke und dann den hier schon verbrate. Aber ich will mir eigentlich den da aufheben, weil der nämlich halt überall hinpasst, so ungefähr. Und wenn ich den jetzt schon hier am Anfang weggebe, dann ist es eigentlich, glaube ich, eher schlecht, weil ich jetzt nämlich dann den Rest wahrscheinlich nicht auffüllen kann, behaupte ich mal. Aber ich mache trotzdem mal weiter. Passt der da rein? Der passt da rein, ja. So, was habe ich denn noch alles? Ich habe noch hier den länglichen. Der muss jetzt waagerecht rein, so wie ich es jetzt gemacht habe, gerade eben. Was wahrscheinlich eher schlecht ist sogar. Ich lasse den erstmal weg. Wo passt denn du rein? Du passt da zum Beispiel ziemlich gut rein. Und du passt da zum Beispiel ziemlich gut rein. Jetzt kann ich schon den 5er nicht mehr reinbringen. Siehst du? Ja, nee, das ist dann auch schlecht. Dann mach mal... Stattdessen... Ja, es passt aber alles nicht. Nee, ich muss ehrlich zugeben, ich komme hier nicht drauf, glaube ich. Also wenn ich jetzt noch eine halbe Stunde rumprobieren würde und alle möglichen Dinger mal austesten würde, dann würde ich vielleicht das herausfinden. Ich würde halt nacheinander jedes versuchen, hier rechts oben irgendwie hinzupacken und dann halt schauen, mit welchem ich es hinkriegen würde. Aber das würde viel zu lange dauern, deswegen werde ich hier auf Tipps zurückgreifen. Das Haus selbst sollte auf allen Seiten von pinkfarbenen Blumen umgeben sein. Auch in der oberen linken und unteren rechten Ecke des Grundstücks sollte sich je eine pinkfarbene Blume befinden, in den Ecken oben rechts und unten links jeweils hingegen eine blaue. Okay, es wurde mir jetzt also gesagt, wie ich das Schachbrettmuster aufbauen muss. Und zwar so, dass über, unter, links und rechts vom Haus die pinken Dinger sind. Also so wie ich es jetzt zum Beispiel habe. Wenn ich dann jetzt noch hier was dazu mache oder so, das würde schon mal klappen. Aber ich habe immer noch viel zu viele Möglichkeiten, deswegen nehme ich noch einen Tipp. Lege die lange, schmale Kachel entlang des linken Gartenrandes, wobei sie bis in die linke obere Ecke reichen sollte. Die Kachel mit den 5 Blumen, die wie ein kleines T geformt ist, muss um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht und dann in der Ecke unten links platziert werden. Nochmal. Lege die lange, schmale Kachel entlang des linken Gartenrandes, wobei sie in die linke obere Ecke reichen sollte. Ich mache nochmal neu. Also dich... Halt nach hier. Okay. Und was war das andere? Die Kachel mit den 5 Blumen, die wie ein kleines T geformt ist, muss um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden und in die Ecke unten links platziert werden. Wie ein kleines T. Bist du damit gemeint oder du? Ja, ich denke mal du, oder? Das ist eher... Oder? Ist das ein kleines T? Also halb. Ja, du eher nicht eigentlich. Nee, ist schon du. Die muss ich so drehen und dann hier so reinpacken. Ja, passt ja auch einigermaßen. Okay. Ich versuche jetzt mal, jetzt wieder rumzuprobieren und wenn ich jetzt wieder nicht herausfinde, nehme ich auch noch einen dritten Tipp. Wenn ich jetzt, aber es kann ja sein, dass ich jetzt löse, weil ich jetzt schon viel weniger Möglichkeiten habe, weil ich halt schon 2 Blumen festgelegt habe. Oder zwei Blumenstücke. Okay, was könnte nach rechts unten kommen? Da passt zum Beispiel der da so einigermaßen rein. Aber der da würde genauso gut reinpassen, der Block da. Aber der Block ist auch ganz gut, weil der nicht ganz so sperrig ist, deswegen ich baue erstmal den da ein. Weil jetzt kann ich jetzt zum Beispiel hier den Block einbauen, der würde da ganz gut passen.
Aber du machst mir wieder ein bisschen Sorgen. Der Block ist. Der ist ganz, ganz eklig. Den mag ich gar nicht. Oder mag ich den doch? Ja, nee, nee, jetzt passt er aber auch nicht mehr wirklich da rein. So geht's nicht. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, schon wieder ein Problem. Ah, nee, habe ich nicht. Geht das jetzt so? Habe ich es gelöst? Ich glaube immer noch nicht. Ich kann jetzt hier oben das dahin packen. Aber die beiden vertragen sich jetzt nicht. Die kriege ich jetzt hier nicht zusammen mehr. Nee, das stimmt auf jeden Fall nicht. Ich sollte versuchen, den da früher einzubauen, weil der echt ziemlich im Weg ist. Hier zum Beispiel. Da passt er gut rein, finde ich. Und dann passt. Ah, nee, der ist. Wenn der jetzt spiegelverkehrt wäre, würde der da gut reinpassen, da oben. Tut er aber so nicht. Der passt auch nicht rein, der passt auch nicht rein. Ja, da oben links jetzt was einzufügen, ist sehr schwierig. Da kann eigentlich fast jetzt nur der rein, weil alle anderen passen nicht. So irgendwie. Und warum ist der nicht spiegelverkehrt? Mann, es passt nie irgendwo was rein, weil alles immer total eklig und spiegelverkehrt ist. Nee, 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 der ist da falsch. Der ist da falsch. Weil da passt nur der rein, aber dann kriege ich jetzt hier da so keinen rein. Das ist ja richtig doof. Nee, der ist dann. Der hier ist da falsch. Der muss woanders hin. Ja, aber wo denn? Muss ich den doch so hinpacken? Hier so irgendwie? Ja, das kann nicht sein. Das kann auch nicht sein. Boah, keine Ahnung, hey. So passt der nicht. Wegen dem Schachbrettmuster. So. Passt der auch nicht wegen dem Schachbrettmuster. Was zum Teufel? So würde er passen. Kriege ich jetzt da rechts unten das gebacken? Auch nicht wirklich. Nee. Nee, ich glaube, ich brauche noch einen Tipp, weil ich. Nee. Weil es immer noch zu viele Möglichkeiten gibt und ich nicht wirklich drauf komme. Tut mir leid, aber ich will nicht, dass das Rätsel jetzt halt viel zu lange dauert. Deswegen nehme ich halt lieber Tipps. Ich meine, wofür habe ich die Hinweismünzen? Im Anschluss am Tipp 2 lege die quadratische Kachel zwischen das Haus und das lange schmale Stück, also oberhalb der T-förmigen Kachel. Nochmal. Lege die quadratische zwischen das Haus und das lange schmale Stück, also oberhalb der T-förmigen Kachel. Okay? Also oberhalb, also hier. Und zwar natürlich so, will ich es drehen. Das Teil, das aus dem Quadrat plus einer blauen Blume besteht, muss um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht werden und dann über die quadratische Kachel vom Anfang platziert werden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie genau ich das drehen muss, aber es muss eigentlich so sein, weil alles andere keinen Sinn. Ja, was zum Teufel? Weil alles andere keinen Sinn machen würde. So, jetzt werde ich aber keine Tipps mehr benutzen, weil jetzt habe ich nur noch 4 Stücke und die werde ich ja jetzt wohl einsetzen können, oder? Also jetzt benutze ich keine mehr, verspreche ich euch. So. Der passt dann nämlich perfekt rein. Der passt hier perfekt rein. Der passt hier perfekt rein und der passt hier perfekt rein. Nein, tut er nicht. Was, warum nicht? Also ich muss ein A so, oder? So. Das macht sogar einen Unterschied, ob ich den so oder so nehme. Ist ja interessant. Okay. Und dann den noch so. Und dann haben wir es. Okay, puh. Und jetzt alle mal aufgepasst. Ja, wenn man nur noch 4 Stücke übrig hat, dann ist es einfach. Los, das nächste. Aber das im Kompletten zu lösen alleine, das wäre sehr, sehr zeitaufwendig eben. Deswegen habe ich da eben Tipps benutzt. Was für ein Blütenmeer. Dank dir erblüht der Garten in voller Pracht und das auch noch abwechslungsreich. Ich bin ja gespannt, ob es davon auch noch eine Version 3 geben wird, die dann, weiß ich nicht, ich meine, wenn die schon 60 hat, hat dann die Version 3 wahrscheinlich 80 Pikarat oder so und ist dann nochmal schwieriger. Da bin ich auf jeden Fall schon gespannt. Okay. Wirklich eine bemerkenswerte Blume. Und so überaus fotogen. Ich kann es kaum erwarten, die Fotos in der Hand zu halten. So, jetzt haben wir uns aber hier genug umgeguckt. Jetzt wollen wir dann gleich mit der Frau reden. Vielleicht hat er die sogar auch ein Rätsel für uns. Wäre ganz cool. Wir schauen einfach mal. Ja, hat sie. Sehr schön. 2 Rätsel hintereinander. So gefällt mir das. Was? Wie? Was? Was haben Sie denn da Komisches auf dem Kopf? Guten Tag, die Dame. Falls Sie den Hut dieses Herrn meinen, so gilt er im Allgemeinen als eine sehr edle Kopfbedeckung. Nein, nein, nicht der Hut. Ich rede davon, wie es, was Sie auf dem Kopf haben. Ich glaube nicht, dass Herr Professor Lockley irgendwas auf dem Kopf hat. Sind Sie sicher? Ja, doch, natürlich bin ich sicher. Oh je, ich bekomme schon Seitenstechen. Ich meine, Ihre Haare, was sind denn das für lustige Locken? Die kringeln sich ja wie Ringelschwänzchen. Wie Lock. Habt ihr gesehen, wie Lockley geguckt hat? Oh mein Gott. Oh, der Blick. Oh Gott, wie witzig. Und warum kommt jetzt ein Rätsel? Keine Ahnung. 45, 30 Pikarat, Schweinchenrennen. Hä, was hat denn jetzt das mit damit zu tun, was gerade eben gesagt wurde? Ansonsten passt es ja immer einigermaßen, was die sagen, aber was sollte das denn jetzt? Oder ist es wegen Ringellöckchen und weil Schweine einen geringelten Schwanz haben oder wie?
Ist das jetzt die Überleitung? Keine Ahnung. Diese niedlichen kleinen Ferkel wollen ein Rennen veranstalten. Aber sie können erst anfangen, wenn sie in der richtigen Reihenfolge in ihre Startboxen stehen. Diese kannst du den Nummern auf ihrem Rücken entnehmen. Die Schweinchen fürchten sich, wenn sie allein umgesetzt werden. Du musst also immer zwei gleichzeitig bewegen, okay? Meinst du kannst sie alle noch vor dem Startschuss in die richtige Position bringen? So ein Hin- und Her-Verschiebegedöns, das kennen wir aber auch schon. Bewege die Transportbox mit dem Touchpin über die beiden Tiere, die du aufnehmen möchtest, und lass sie dann los. Ziehe die gefüllte Transportbox dann über eine Stelle, an der du die beiden Tiere, die beiden Tiere in eine Box entlassen kannst. Hebe anschließend den Touchpin einfach hoch. Ja, ja, ist mir schon klar. Okay. So, auf jeden Fall wechseln. Sowas kennen wir auch schon. Das gab es in Maske der Wunder auch mal so ähnlich. Das war da eher so ein Kranrätsel, glaube ich, aber das ist ganz cool eigentlich. Sowas. Okay. Ich frage mich gerade, ob die auch an einer bestimmten Position alle stehen. Also ja, da müssen sie schon, aber also ich mache mal kurz Notizen. Ich mache mir übrigens wieder hier halt hier mal wieder den Text und Notizen. Also ich frage mich, ob es so sein muss, dass hier 1, 2, 3, 4, 5 stehen muss. Oder ob es auch geht, dass hier 1, 2, 3, 4, 5 stehen muss. Oder dass in der Mitte 1, 2, 3, 4, 5 stehen muss. Oder ist es einfach egal? Oder kann es sogar sein, dass 1, 2, 3... 4, 5 ist zum Beispiel. Geht das auch? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau. Ich versuche jetzt einfach mal das irgendwie hinzukriegen, dass ich erstmal die 1 ganz nach links parke, die 5 ganz nach rechts und so weiter und so fort. So. Ach nee, da unten ist ja eingezeichnet, wo die hin müssen. Ah, okay, ich hab's. Ja, okay, hat sich schon geklärt. Okay. Wenn ich die 4 und die 5 gleichzeitig bewege, wäre das, glaube ich, keine verkehrte Idee, weil die ja eh auch nebeneinander gehören. Deswegen mache ich das mal so. Ich würde jetzt ganz gerne die 2 da wegbewegen. Kann ich auch ein einzelnes bewegen? Ach nee, ich muss immer 2 bewegen. Achso, das macht die ganze Sache schwieriger. Ich dachte, ich könnte auch ein einzelnes bewegen. Das geht aber nicht. Das heißt, dass ich zwischendrin dann doch ein bisschen mehr kaputt machen muss, als ich eigentlich dachte. Da machen wir nochmal neu. Da will ich doch was anderes machen. Dann will ich nämlich die 2 und die 4 bewegen. Das ist sehr viel besser, weil jetzt habe ich nämlich schon die 1 und die 2 richtig. Ich glaube, ich bin der Lösung sogar schon relativ nahe. Wenn ich nämlich jetzt... Ja, ich hab's schon fast. Ich hab's. Das ist sehr einfach. Zack, zack, zack und zack. Okay. Nach reiflicher Überlegung... Jupp, war kein Problem. Logik ist eine essentielle Disziplin. Yeah. Schwein gehabt. Ausgezeichnete Arbeit. Du hast das Ferkelrennen gerettet. Yay, ich darf mich toll fühlen. Okay. Und, Mochellas Modewunsch. Ah, die hat auch einen Modewunsch, okay? Ah, schon gut, schon gut. Ich habe mich wieder beruhigt. Kein Grund, eine Dauerwelle zu machen. Wie dem auch sei, ich heiße euch im bescheidenen Dorf der Chitakwe, keine Ahnung, willkommen. Ich bin Mochella. Eigentlich dulden wir hier keine Fremden, aber ich glaube, für so reizende Menschen können wir eine Ausnahme machen. Die Bemerkungen über meinen Haar sind zwar nicht gerade schmeichelhaft, aber ich muss zugeben, dass dieser Ort faszinierend ist. Und der Name, sehr passend. Warum ist er passend? Oh, wir haben uns ihn noch gar nicht vorgestellt. Desmond Lockley, Archäologe, es ist mir eine Freude. Herschel Layton, wie Herr Professor Lockley bin ich ebenfalls auf dem Gebiet der Archäologie tätig. Wie ich sehe, reicht die Rätselbegeisterung bis in die entlegensten Winkel der Erde. Tja, Rätsel liegen hier gerade voll im Trend, also wundert euch nicht, wenn jemand euch mit einem überrumpelt. Ja, ich freue mich darüber. Ich finde es schon rätselhaft, dass sie uns ausgerechnet jetzt davor warnen. Tut mir wirklich leid, dass ich sie vorhin ausgedacht habe. Ich hatte nur ganz vergessen, wie lockig Männerhaar sein kann. Verstehe. Die Chitakwe scheinen mir allerdings eine sehr eigentümliche Haartracht zu bevorzugen. Wenn irgendjemand euch blöd kommt, sagt einfach, Mochella hat euch eingelassen, dann wird er still sein. Sie haben einen kühlen Kopf bewahrt und mein Rätsel gelöst, obwohl ich mich über ihre Zotteln lustig gemacht habe. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, Herr Lockenwickler. Locklear. Ist so witzig, wie Locklears Name immer falsch gesagt wird, egal ob von dir oder von dem anderen Typen. Wie ist er nochmal? Weiß ich nicht mehr, in Snöburg auf jeden Fall, der den ja auch immer falsch ausgesprochen hat. Total cool. Verzeihen Sie, Mochella, aber dürfen wir Sie um einen Gefallen bitten? Wir suchen nach einem Stein, der wie ein Ei geformt ist und in etwas eingraviert ist. Haben Sie ihn vielleicht gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Geht immer geradeaus bis zur großen Bühne, da findet ihr ihn. Zur großen Bühne? Danke vielmals für Ihre Hilfe, Mochella. Sie waren sehr zuvorkommend. Kein Problem, ich bin schon sehr gespannt auf eure Vorstellung. Hä? Ach, nichts, gar nichts. Geht nur, dann werdet ihr es schon sehen. Was haben die vor? Ja, da ich sehe auch auf dem Touchscreen jetzt eine große Bühne. Wollen die uns irgendwie kochen oder so? Die Einheimischen hier? Keine Ahnung, ich habe... Ah, hier ist auch noch was übrigens. Ich habe ein bisschen Angst irgendwie. Ah, Hinweismünze ist hier noch. Sehr schön. Ich habe ein bisschen Angst. Was meint sie damit? Sollten wir ihr trauen? Naja, wir haben ja keine andere Wahl, ne? Ja, nach vorne. Zur großen Bühne.
Hier hat sich eine ziemliche Menge versammelt. Ich schätze, das ist die große Bühne, die Marcella gemeint hat. Alle sehen ziemlich aufgeregt aus und wie schön alles geschmückt ist. Wirklich beeindruckend. Ich vermute, dass hier gerade eine Art traditionelle Festlichkeit stattfindet. Ah, das habe ich auch gerade gedacht, Professor. Ja, du magst Feste, nicht wahr? Ja, aber deswegen bin ich nicht darauf gekommen. Ich habe es aus dem, naja, ganzen Drumherum geschlossen. Na, da hast du aber gut aufgepasst, Luke. Vielleicht kannst du mir dann auch sagen, was der Anlass für dieses Fest sein könnte. Also... Haha, mach dir nichts raus, Luke. Im Moment kann ich das auch noch nicht beantworten. Sehen wir einfach den Festivitäten zu. Oh, da ist ja der Mann, den wir am Dorfeingang gesehen haben. Was macht er denn da? Der Typ da mit der Pilzfrisur. Aber die haben alle eine Pilzfrisur, so ein bisschen irgendwie. Auf jeden Fall sehr interessant wieder mal das Ganze. Und Mama sagt, neugierige Katzen verbrennen sich die Tatzen. Aber hier sind ja keine Katzen, also... Ah, von Professor Lehrling hat Mama nichts gesagt. Oh Gott. So. Da oben ist... Ich habe gehört, wie jemand diesen Berg Weitblick nannte. Den Gipfel dieses Bergs kann man von überall im Dorf sehen. Das Dorf ist von Ozean und Dschungel umgeben und recht abgeschieden. So, in den Fackeln ist doch bestimmt auch irgendwo eine Hinweismünze, oder? Ja, das war schon zu erwarten. Die Bühne schaue ich mir natürlich erst mit den drei, ich kann sogar mit drei Leuten reden. Das ist wahrscheinlich der Stammesälteste oder sowas, würde ich mal vermuten. Ich schaue mir das erst gleich an. Erstmal möchte ich mir natürlich den Rest wieder mal genauer angucken. Ob ich hier noch irgendwas anderes halt finde. Hier nämlich. Oh, das ist aber fies. In diesem kleinen Baum da, in dieser Baumkrone. Das ist echt fies versteckt gewesen. Gibt es noch eine weitere Hinweismünze in einer Vase oder sowas? Oder hier irgendwo? Ja, vielleicht gibt es noch eine weitere, aber ich finde gerade... Halt. Aber kann ich... Okay, ich kann seinen Sessel einzeln mir angucken. Der Thron ist mit den verschiedensten Dingen verziert. All diese kräftigen Farben fügen sich sehr gut in das Ambiente hier ein. Das ist der Thron des Häuptlings. Das ist wohl ziemlich offensichtlich. Ja, das ist es. Und ja, ich finde nichts mehr, wie gesagt... Mit wem rede ich jetzt eigentlich? Mit dem da? Mit ihm hier oder mit ihr? Ist das eine Frau? Ich glaube schon, ja. Keine Ahnung. Ich rede mal zuerst mit der Frau, weil wir die noch gar nicht kennen. Die hat auch kein Rätsel, okay. Ah ne, okay, ich muss einfach eh irgendwen ansprechen, offenbar. Mann, da kann man sich doch nur an den Kopf greifen, an den Kopf greifen. Verstehen Sie, großer Häuptling? Nein, ich verstehe überhaupt nichts. Was willst du damit sagen, Junge? Na gut, wie wär's damit? Oh nein, meine Haare essen mich auf, sie verschlingen meine Hand. Okay, der ist ein Comedian oder so. Nicht kapiert, also wenn meine Haare meine Hand verschlingen würden, Keine Ahnung, worauf du hinaus willst, aber langsam gehst du mir auf den Sack. Dieses Festival geht jetzt schon tagelang und irgendwie kann ich diesen ganzen Vorstellungen nicht folgen. Runter von der Bühne, bei all diesen Gehampeln meldet sich mein Hexenschuss wieder. Okay, das ist alles offenbar gemacht, um den Stammesältesten wieder aufzubauen oder sowas. Jetzt kommen Sie schon, großer Häuptling, ein Schmunzeln hat noch keinem geschadet, warum versuchen Sie es nicht mal? Ach, ich geb's auf, ich habe alles vom Stapel gelassen, was ich auf Lager hatte und er hat keine Miene verzogen. Ach, Maroni-Schätzchen, hast du wirklich alles ausprobiert? Fällt dir denn gar nichts mehr ein, worauf er anspringt? Aber Häuptling Halima... Was? Halimarsch ist jetzt schon seit Wochen so. Er würde nicht mal mit der Wimper zucken, wenn ich mich auf der Bühne auf die Nase legen würde. Kopf hoch, mein Schatz. Das Leben ist nicht immer zu... Was zum Teufel? Immer zum Lachen macht er nichts aus. Wie kann man denn solche Frisuren sich machen? Oh Gott. Wie seltsam diese Menschen. Veranstalten sie eine Art Wettbewerb? Wenn ich raten sollte, würde ich sagen, dass sie versuchen, ihren Häuptling zum Lachen zu bringen. Ja, Luke, so scheint es. Und ich kann es ihnen wirklich nicht verübeln. Aber dieses Ritual hat bestimmt irgendwas mit dem Aurastein zu tun, oder? Glaube ich nicht. Für mich sieht es aus wie eine ganz normale Party. Und warum trägt er ihn dann um seinen Hals? Was? Das habe ich gar nicht gemerkt. Oh, du hast recht. Sehen Sie nur, Professor. Das Ei, sehen Sie nur. Ja, Luke, ich sehe es. Unser hochgeschätzter Häuptling scheint in der Tat im Besitz des Aurasteins zu sein. Wir müssen also... ihm einen Witz erzählen, wo er lacht. Und dann kriegen wir als Belohnung vielleicht den Aurastein, oder wie? Es sieht nicht aus, als würde er ihn uns einfach überlassen. Luke, in Zeiten wie diesen muss ein Gentleman immer positiv denken. Fragen kann nie schaden. Okay, was kommt jetzt? Cutscene? Nee, Mysterium. Okay. Also wir haben noch fünf weitere Mysterien. Vielleicht gibt es zu jedem einzelnen Gebiet... auch ein Mysterium und dann das letzte ganz rechts unten ist nochmal irgendwas Story-Relevantes, was die Aslanti betrifft oder sowas. Könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. Häuptling Miesepeter. Dem Häuptling, der Cheetah will, ist nicht das kleinste Lächeln abzubringen. Vor lauter Verzweiflung hat man eigens ein Fest ausgerufen, nur um dem miesepetrigen Würdenträger sein Lachen wieder zurückzugeben. Woher nur dieser Missmut? Nicht ein einziges Kichern und das schon seit Wochen. Ob der Häuptling einfach ein humorloser Zeitgenosse ist? Das glaube ich eher weniger. Ich glaube, das hat schon irgendeinen anderen Grund. Welchen...
Wir werden das bestimmt noch herausfinden. So, ich kann mit dem Häuptling reden oder mit dem Typen da. Oder wieder mit der Frau oder mit ihm hier. What? Was soll das denn jetzt? Ich, viel zu viele Möglichkeiten habe ich hier. Habe ich gerade... Ach, warte mal, hier ist... Ah, hier ist noch die Hinweismütze. Siehst du mal, okay. Ich rede mal mit den beiden erstmal. Hab kein Rätsel, okay. Wer sind diese Leute und was machen sie in unserem Dorf? Und warum sehen ihre Haare so komisch aus? Ich weiß nicht, mein Pfifferling, aber das Haar von dem Großen sieht ziemlich kräftig aus. Und wie schick, dieses rote Band. Okay, die sagen nichts Besonderes. Mit wem rede ich jetzt? Ja, erstmal mit dir, würde ich sagen. Ich will Häuptling erst am Ende reden. Pah, ich habe euch durchschaut. Mein ganzes Herzblut habe ich hier reingesteckt, um das Dorf zu retten. Und ihr glaubt, ihr könnt mir die Show stehlen? Wie? Was haben wir denn gemacht? Wir hatten lediglich gehofft, eine Audienz bei ihrem Häuptling zu bekommen, um ihm einen Tauschhandel vorzuschlagen. Ich wusste es, sie gucken schon so dreist. Nein, mein Herr, sie werden sich nicht vordringen und sonst auch keiner, kapiert? Nein, wir wollen ja gar nicht teilnehmen, wir sehen bloß zu. Nicht so voreilig, Luke. Wenn wir den Dorfältesten zum Lachen bringen, könnte es doch sein, dass er uns dafür sein Ei gibt. Oh, gute Idee, Professor. Wenn das so ist, ja, dann sollten wir uns mal vordrängeln. Ach so, na dann. Von wegen hatte ich nicht gerade gesagt, dass ich was dagegen habe? Oh, ja, stimmt. Professor, ich fürchte, nicht jeder hier ist so zuvorkommend wie Marcella. Moment, sagst du gerade Marcella? Was hat sie denn damit zu tun? Nun ja, Marcella war so freundlich, uns den Weg hierher zu zeigen. Dann habt ihr wohl einen Stein bei ihrem Brett, was? Ja, ich habe aber auch immer Pech. Na, nur einmal eine Chance. Na, immer denken alle, ich wäre so grimmig, wie ich aussehe. Huch, das war ja einfach. Ich glaube, das ist unsere Chance, Professor. Lassen Sie uns mit dem Häuptling Halimash reden. Einen Moment noch, Luke. Als Gentleman dürfen wir uns der Tradition nicht verschließen. Wir müssen die Sache mit Bedacht angehen und angemessen. Na gut, und wie? Was ist denn jetzt los? Kriegt jetzt irgendwas angezogen? Nur eine kleine Vorbereitung auf unseren großen Auftritt. So nach dir, Luke. Der kriegt jetzt irgendwas angezogen und die machen jetzt irgendeinen Comedy-Auftritt. Ich bin mega gespannt, was jetzt passieren wird. Oh Gott, das wird so lächerlich werden, glaube ich. Ja. Oh Gott, wie sah denn Layton aus? Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich muss erst mal wieder einkriegen, tut mir leid. Nicht aufgeben, ihr beiden. Ich bewundere ihren Mut. Also ich könnte nicht, was auch immer sie da machen. Ich glaube, Luke unternimmt einen beherzten Versuch, die Grenzen zwischen Mensch und Tier aufzuheben. Der Brüller, wenn das unserem Häuptling nicht gefällt. Wohl nicht. Sieht nicht so aus. Es ist eine Katastrophe. Wir bringen Unterhaltung vom Feinsten auf die Bühne und der zuckt nicht mal mit den Mundwinkeln. Irgendwas stimmt da eindeutig nicht. Wenn ich das richtig verstehe, hatte ihr Oberhaupt nicht immer dieses alles andere als sonnige Gemüt? Nein, früher war er der Partypilz schlechthin und wir haben keinen Schimmer, was ihn zu dieser Stinkmoche gemacht hat. Alter, wie warum? Oh Gott, das ist viel zu witzig. Unser unerschütterlicher Gegner hat auch diesmal standgehalten. Vielleicht hätte ich als wandelnder Giftpilz mehr Erfolg gehabt. Ich bin ganz nah an ihn ran und habe alle möglichen Grimassen geschnitten, aber nichts, nicht das kleinste Schmunzeln. Ach, machen Sie sich doch nichts draus. Immerhin haben Sie es versucht. Jetzt sind Sie dran, Professor Locklear. Vielleicht bringen Sie ihn ja mit Ihren Haaren zum Lachen. Bei Marcella hat es jedenfalls geklappt. Nun, anstatt mich auf meine trendige Frisur zu verlassen, dachte ich, ich versuche es mal mit britischem Humor. Ein gepflegtes Feuerwerk des Frohsinns wird seine düstere Stimmung sicher rasch vertreiben. Sie erzählen Witze, Professor? Tja, dann viel Glück. Vielleicht löst Professor Lockley mit seinem scharfsinnigen Humor ja dieses komödiantische Dilemma. Warten Sie es nur ab. Was kommt denn jetzt? Oh Gott. Ich bin ruhig. Oder sagt er es selber? Nee, ich muss vorlesen. Puh, was ist denn das jetzt für ein ekelhafter, süßer Geruch? Hat etwa wieder so ein Scherzkeks die Bühne betreten? Ach, was Sie riechen, ist wahrscheinlich meine was? Meine Orde... Cool. Keine Ahnung, ich spreche gar nicht erst aus. Mein Name ist Desmond Locklear und ich würde Ihnen gerne einen Witz erzählen, im Tausch gegen dieses Ei. Na toll. Es war einmal eine Affenfamilie. Mutter, Tochter und Sohn. Die lebten im Dschungel. Mutter Affe war berühmt für ihre vorzüglichen Kuchen, die sie für alle anderen Tiere im Urwald buk. Alle verehrten diese Familie, weil sie so großzügig und freundlich war. Eines Tages jedoch erkältete Mutter Affe sich und bat den Sohn hinauszugehen und an ihrer Stelle die feinen Gaben auszuteilen. Der Sohn war einverstanden, nahm den Korb mit dem süßen Gebäck und verließ das Haus. Als erstes machte er im Haus einer Bärenfamilie Halt. Die Bärenfamilie kannte den Jungen nicht, hieß ihn aber willkommen, denn sie nahmen an, dass er so reizend sei wie seine Mutter.
Sie setzten sich und zur Überraschung der Bären begann der Affenjunge den Kuchen vor ihren Augen selbst zu verdrücken. Anschließend verwüstete er ihr Haus und machte sich dann mit wilden Schreien aus dem Staub. Die Bären waren schockiert. An diesem Tag lernten die Tiere im Wald eine wichtige Lektion. Manchmal fällt der Affe weit vom Stamm! Wie wahr, aber sagten Sie nicht, dass Sie einen Witz erzählen wollten? tja, wissen Sie, der letzte Satz war der Witz. Es ist ein geistreiches Wortspiel mit einer bekannten Redewendung. Geistreich? Was war denn daran geistreich? Und dabei hatte ich mir schon Hoffnung gemacht, weil Sie mein Lieblingspudding, weil Sie wie mein Lieblingspudding riechen. Oh Gott. Irgendwie wird Lockley immer ein bisschen lächerlich gemacht. Vielleicht sind diese Hinterwäldler einfach nicht kultiviert genug, um meinen Humor zu verstehen. Ich spüre geradezu, wie der Professor innerlich tobt. Das überrascht mich nicht. Es ist bestimmt nicht angenehm, wenn man mit einem Witz so auf Granit beißt. Aber das hier ist sowieso verlorene Liebesmühe. Gehen wir lieber zurück zum Dorfplatz und überlegen uns etwas Neues. Ha. Das ist ja sehr interessant. Ja gut, Leute. Ich würde aber erstmal sagen, das war's für diesen Part von... haben wir noch Notizen, die will ich noch vorher durchlesen. Haben wir noch welche? Ja, wir haben noch welche. Und zwar, das Volk der Chitakwe, oder ich spreche es bestimmt noch falsch aus, keine Ahnung. Das Dschungeldorf fasziniert durch eine äußerst individuelle Kultur, wie Architektur und Trachten nachdrücklich belegen. Und auch Besucher ist man hier nicht gewohnt. Eine freundliche Dame namens Marcella gab uns den Hinweis darauf, wo das Ei der Aslanti zu finden sei. Auf der großen Bühne des Dorfes. Sie sprach auch von einer Vorstellung. Ob ich mich verhört habe, was mag sie damit nur gemeint haben? Ein sonderbares Dorffest. Die große Bühne ist Schauplatz einer einzigartigen Veranstaltung. Es ist anscheinend das Ziel des ganzen Dorfes, den Häuptling und Dorfältesten zum Lachen zu bringen. Da dieser der gegenwärtige Besitzer des Eis ist, gaben auch wir unser Bestes, mussten aber nach ausbleibendem Gelächter beschämt die Bühne verlassen. Professor Locklears versuchte Pointe, konnte dem Herrn zumindest eine Reaktion entlocken, wenn auch nicht die gewollte. Okay Leute, ich würde aber erstmal sagen, das war's für diesen Part von Let's Play Professor Layton und das Vermächtnis von Aslan. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auf meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir dann hoffentlich irgendwie den Häuptling hier zum Lachen bringen können und das Ei dann in unseren Händen halten werden. Ich bin schon gespannt. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.